Die Highlights der Römerstrom Gladiators werden präsentiert von Liebe kennt keine Liga, die Geschichte des Trierer Basketballs auf einer DVD. Jetzt mit dem Online-Code PLAYOFFSBABY zum Sonderpreis auf basketballdvd.de. Und die Fans waren heiß. Playoffs Spiel 4, do or die für die Römerstrom Gladiators. Und auf ihn wollten sie besonders aufpassen. Joe Lawson, 36 Punkte in Spiel 3. Die Chemnitzer mit dem Matchball in Trier. Jack Eggleston aufgrund der Verletzung von Jannis Joos in der Starting Five bei den Römerstrom Gladiators, die vor heimischem Publikum, vor über 3000 Fans natürlich unbedingt gewinnen wollten und entsprechend engagiert zur Sache gingen von Beginn an. Der Stil und die Punkte durch Jack Eggleston. Eggleston heiß from downtown, legt nach für 3 die ersten 5 Punkte vom wiedergenesenen Trierer Big Man. Ein wunderschönes Anspiel von Simon Schmitz zu den einfachen Punkten von Kilian Dietz. Trier spielte sich gleich in einen Rausch. Der nächste Stil, Kilian Dietz mit freier Bahn und auch den Punkten zum 9:0. Da waren noch nicht mal 3 Minuten gespielt in der Arena Trier. Was ist los mit Chemnitz? Aus einer Einzelaktion endlich die ersten Punkte. Nach knapp 4 Minuten ihr Topscorer Joe Lawson. Doch die Antwort, sie kam wunderschön, tolles Anspiel. Und Joey van Zeeren mit dem Dank nach schönem Assist von Jack Eggleston. Klasse Zusammenspiel der Römerstrom Gladiators. Und die Trierer legten nach. Und wie Smith findet, Brandon Spearman für 3 in your face. Zweistellige Führung für die Römerstrom Gladiators im ersten Viertel. Dann wieder Kevin Smith. Diesmal tankt er sich selber durch. Auch er mit einem klasse Spiel. Der Guard der Römerstrom Gladiators. Was kommt von Chemnitz? Zu wenig. Mal ein Dreier von Fleischmann zur Entlastung zum 11:18. Noch die Antwort sofort von Kevin Smith für 3. Trier führt nach dem ersten Viertel mit 21:11. Und auch das zweite beginnt nach Maß. Wieder mit einem erfolgreichen Dreier von Kevin Smith, der im Spiel mit 12 Punkten. Die Gäste trafen in der ersten Halbzeit aus dem 2-Punkt-Bereich nichts. Dafür aber Fleischmann mit dem zweiten erfolgreichen Dreier von außen. Sie versuchten nachzulegen. Lawson wieder mit einem Distanztreffer. Plötzlich nur 7-Punkte-Führung für die Römerstrom Gladiators. Ist doch die Antwort, sie kam und sie kam wunderschön. Tolles Teamplay. Was für ein Anspiel von Joey van Zeeren, der Big Man auf den Guard. Der Rest Formsache nach diesem tollen Pass für Siva Herrera. Die einfachen Punkte. Dann wieder die Gäste. Doch nicht mit Joey van Zeeren. Was für ein Block. Und dann noch der Rebound. Er packte wie immer in der Defensive zu. Dann Jermaine Wagner mit all seiner Übersicht. Pick and Roll wie aus dem Lehrbuch. Tolles Anspiel hier auf Jack Eggleston. Der mit seinen nächsten 10. Auf der Gegenseite mal ein Ausrufezeichen für Chemnitz. Wichtig, Martin Seifert mit dem Dank zur Freude der mitgereisten Fans. Auf der Gegenseite aber Jack Eggleston. Unstoppable. Bärenstarkes Spiel mit 18 Punkten. Topscorer der Römer Strom-Chemnitz. Trier führt zur Halbzeit mit 12 Punkten. 39:27. Die ersten Zähler der zweiten Hälfte gelingen wieder Joe Lawson. Er insgesamt als Topscorer in diesem Spiel mit 16 Punkten für die Gäste. Auf der Gegenseite der Kapitän Simon Schmitz, von ihm wenig zu sehen, nur 2 Punkte in der ersten Halbzeit. Und er hatte sich einiges für Hälfte Nummer 2 vorgenommen. Denn jetzt lief der Captain heiß. Mit erfolgreichen Dreiern ebnete Simon Schmitz den Weg zu einer ganz starken Phase, aber auch in der Defensive. Was für eine Aktion von Jack Eggleston, der Stil. Und dann auf der Gegenseite der nächste erfolgreiche Dreier von Simon Schmitz. Er jetzt in the zone, er traf einfach alles. Wie gesagt, in der ersten Halbzeit nur 2 Punkte, im dritten Viertel alleine 11. Insgesamt 13 Zähler für den Kapitän. Und dann ließ sich auch Brandon Spearman nicht zweimal bitten. Trier zog auf und davon. Und Spearman dann mit dem ganz dicken Ausrufezeichen. 60:33, 27 Punkte Führung nach diesem Dank des US-Amerikaners. Geht da überhaupt noch was für Chemnitz? Die Antwort sah so aus. Keine Chance in diesem Spiel. Not in my house. Was ein Block von Jermaine Buckner. Das war die schönste Aktion allerdings. Dann der Dreier trotz des Fouls von Ziegenhagen. Da war das Spiel aber gelaufen. Rodrigo Pastore wechselte erneut früh im dritten Viertel die zweite 5 ein. Gab das Spiel auf, um Kräfte zu schonen. So konnte sich die junge deutsche Garde nochmal auszeichnen. Zwei schöne Körbe in Folge von Wes. Aber das war alles
Nur noch Ergebniskosmetik. Die Fans in der Arena Trier, knapp 3.100, konnten sich zurücklehnen und feiern den nächsten Dreier von Kevin Smith und einen souveränen Sieg. Der Ausgleich in der Serie für die Römer Strom Gladiators. Kilian Dietz hier nochmal mit viel Hangtime zum 71:47. Eine Demonstration der eigenen Stärke von den Römer Strom Gladiators in Spiel 4. Malte Ziegenhagen wurde dann auch nochmal ordentlich gerupft von Joey van Seeren. Das sind die Momentumbilder, die Trier auch in Spiel 5 braucht. Der Schlusspunkt, der gelangt dann Jermaine Buckner. Unterm Strich ein 74:57 Kantersieg für Trier. Der Ausgleich in der Serie. Zwei Weide. Jetzt gilt's in Spiel 5. Topscorer Jack Eggers. So, Coach told me on Thursday that I was going to start tonight. And, you know, I just wanted to get myself as ready as possible. And I think you saw with the early steal and the layup and then hitting that three, I really kind of felt good at the start of the game. And, you know, I was so happy to help my team win, and you know I'm pleased that my teammates put me in great positions to be successful, and all I had to do was the easy stuff of making shots or layups. I really felt like we came out to play as a group. You know, you saw the effort and intensity from the very start. You know, we weren't going to let our home fans down today, and they really supported us, and I think we played well also. Der Mann des Tages, der stimmte dann natürlich auch die Humba an. Trier feiert den Ausgleich in der Serie. Zu Hause sind die Jungs eine Macht. Auswärts waren sie bisher ganz, ganz nah dran. Jetzt am Ostermontag gilt's. Spiel 5, Marco Fanninger. Und jetzt geht's wirklich um alles. Also keine Rede. Tolle Serie erstmal. Basketball ist eine sehr, sehr interessante Serie. Basketball auch im Detail. Aber jetzt für uns, wir haben unsere Träume ausgesprochen lange her und also in diesem Spiel können wir die einen Schritt näher bringen, um die zu verwirklichen. Aber wir wissen auch, wie gut unser Gegner ist zu Hause. Also das ist echt alles, was Sport schön macht, das haben wir am Montag hoffentlich. Und das Schönste ist, ihr könnt es live sehen. Do or die. Die Entscheidung in der Viertelfinalserie gegen Chemnitz. Ostermontag ab 16.45 Uhr live auf römerstrom-gladiators.de. Wir sehen uns.